Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vize Beast Infinity Evolved. Ja, ich bin heute mal alleine am Server. Und wir fangen heute mit einem ganz speziellen Mod an. Ja, ich habe lange darüber geschwungeistert und es ist endlich soweit. Rotary Craft ist nicht mit dabei. Ja, also wir haben jetzt mal so ein bisschen Hilfe gesucht, mal vom lieben Trivolo. Da der sich halt so ein bisschen besser auskennt mit Modpacks und Mods hinzufügen und so weiter. Ja, und von ihm kam dann die Info, wenn wir Rotary Craft hinzufügen wollen, müssten... Moment, das ist irgendwie schon wieder viel zu laut. So. Müssten wir Forestry updaten? Das ist ja eigentlich nicht so das Problem. Das Problem ist einfach, wir müssten dann noch blöderweise so gefühlte weitere Mods entfernen. Und dann haben wir gesagt, naja, komm, mach mal nicht. Dann scheiß auf Rotary Craft. Dann mache ich eben wieder mal was mit Ender.io. Hätte eigentlich auch gerne was mit Firmal Expansion gemacht, aber da... Nee. Irgendwie auch Rotary Craft. Aber ich werde auch später wahrscheinlich auch noch hier irgendwie was mit IC2 dann arbeiten. Aber auf jeden Fall erstmal hier Ender.io. So, ich würde sagen, wenn wir mal hier in die Barrenkiste schauen. Bisschen schwach von Gold und Eisen und so, ne? Wir haben es ja schon stehen, also können wir ja schon langsam mal ein bisschen anfangen mit den Erzen, die zu verarbeiten. Da würde ich sagen, ich schmeiß mal das Ganze mal da rein. Nehmen wir mal die Hälfte der Flint. So, ich werde das auf jeden Fall noch ganz so komplett. Ich bin noch auf, ne? Danke. Okay, ich habe gerade ein kleines Geschenk von der lieben Toffifee bekommen. Ja, meine Mutter kam gerade rein und hat mir eine Packung Toffifee geschmissen. Gönn ich mir doch mal eins. Lecker Toffifee. So, dann würde ich mal gerne euren Rat wissen zu etwas. Ich habe jetzt hier mal angefangen, schon mal ein bisschen die Wände zu bauen. Hier mit diesen Detailed Cobblestone und so als Abgrenzung diese Cobblestone mit Panel. Hier unten werde ich auf jeden Fall auch noch was dran machen, weil ich wahrscheinlich mit den Tiles arbeiten. Bloß diese Umrandung hier bisher mit dem Limestone gefällt mir nicht so ganz. Ich glaube, da wird jemand eure Hilfe benötigen. Also wenn ihr eine gute Idee habt für einen Block, der dahin passen würde, schreibt es in die Kommentare. Okay. Was ich noch vorhatte. Ich nehme mal hier so ein bisschen Dachstiel und repariere mal die Spitzhacke. Ja, brauche ich schon zwei. Gut, dann machen wir... Moment, ich bin gerade überlegt. Komm. Gehen wir mal hier kurz rüber, weil ich würde mal ganz gerne meine Spitzhacke hier elektrisch aufladbar machen. Das müsste hier drin stehen. Ja, Modifier, sehr schön. Na. Emerald Speed, Auto Repair, Auto Smelt, Board of Moss, Tool Lock, Sharpness, Fury, Aquatics, Silky. Hallo, wo bleibt es? Ja, Flux. Okay, einen harten Flux-Capacitor oder eine Leadstone Energy Cell. Dann nehme ich mal die Leadstone Energy Cell, bin ich ehrlich. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Und machen uns mal schnell eine Leadstone Energy Cell. Leadstone Energy Cell. Wir brauchen erstmal einen Frame, dafür brauchen wir einen Block. Auf Western Block, ein bisschen Glas und ein bisschen LED. 7, 8, 9. 4 davon und schon Glas. Jawohl, natürlich habe ich noch Glas. Ich bin ja vorbereitet wie eh und je. Und vergiss nicht, den Western Block zu craften. Ah, mir fällt gerade auf, ich habe noch das. Schon wieder das Text, das andere Texture Pack drin. Ich
hatte ja jetzt vergessen, hier das Svex wieder einzunehmen. Oder schreibt das auch mal in die Kommentare. Was wollt ihr eher haben? Svex oder hier Faithful? Und das würde mich auch mal interessieren. Hä? Ach, eine Conductance Coil. Okay, ein Gold, ein Silber. Dann brauchen wir ein bisschen Elektrum. Oh, Eisen, das ist so schön. Boah, das kommt mir gerade jetzt wieder was zu leise vor. So, sehr schön. Boah, das tut gut, das tut echt gut. Sehr schön, dann haben wir jetzt gleich wieder was Eisen auf Vorrat. Dann zwei Redstone. So, jetzt aber. Das Energy Cell und das Redstone Energy Cell. Und dann jetzt Spitzhacke rein, das da rein. Flux. 400.000 RF drauf. Und einmal aufgeladen wird das Ganze. Gut, was könnten wir denn noch so machen? Ich bin überlegen, vielleicht so ein Netz und Solar Panel mal machen. Können wir den Stahl auch einfach über... Ah. Wie fand Iron? Gibt es da so ein anderes Rezept für? Und da... Erleuchtmelder? Nö, wie... Das war ja schon ein Arschkick gerade. Komm, das schmeiß ich jetzt auch mal da rein. Ich weiß, was ich noch machen kann. Ich möchte ja so ein bisschen auf das Verzaubern wieder mal gehen. Dann könnte ich ja schon mal ein Enchanting Table machen. Aber da brauche ich jetzt ehrlich nicht das Rezept für. Das weiß ich auswendig. Sagt er, du wusste es nicht auswendig. Doch, ich wusste es auswendig. So, ein Buch und zwei Diamantos. Oh, guck mal, kann das Bild schon wieder Papier fliegen. Enchanter! Das mache ich aber nicht dahin, dann mache ich hier noch so eine Fraktion rein. Das muss ich eigentlich noch ein, zwei Tage hier rüberhauen. So. Der kommt auf jeden Fall in die Mitte. Hier sind schon Bücherregal. Das muss dann hier sein. So. Okay. Okay, das sieht sehr gut bisher aus. Ja, da kommt glaube ich nichts mehr her. Gut. Alles klar. Ich werde später noch ein bisschen weitermachen bei Blood Magic. Ich bin da jetzt auch schon ein bisschen eingelesen drin. Das war jetzt sehr schlau. Boah, ich mach das jetzt einfach bei mir mal ein bisschen leiser. So, das kommt mir gerade einfach so an und so laut vor. Das kann es eigentlich nicht sein. Wer dann noch schön gemacht. Weil hier kommen die wieder hin. Alles klar. Das ist ja nämlich schon zu viel. Komm, das fülle ich jetzt einfach mal so auf. Und hier auch. Ja. Weil da kommen jetzt epische Regale hin. Die ist auch gar nicht betrachtet. Eisen kommt hier auch ein. Butter brauche ich. Und jede Menge Butter. Und Buch. Okay, ich muss 15 Bücherregale kriegen. Machen wir mal 18. Librarian. Ich weiß, 15 reichen normalerweise, aber ich mache das einfach trotzdem komplett voll. Weil ich das halt einfach dann dekorieren. So schöner für das. Ich mache das jetzt erstmal so. So, und dann müssten wir schon... Jawohl, Stufe 30 kriegen wir verzaubert. Alles klar.
aufnehmen und hier nachstellen, warum ein bisschen teilweise nochmal oder auch wenig. Das ist eigentlich nicht so wirklich sehr brauchen. Egal. Level. Mal husten. Gut. Was könnten wir dann bei Blind Magic weitermachen? Ah ja, könnte drauf, aber ich mache den hier machen. Getting stronger. So. Pick up a Dagger of Sacrifice. Stimmt, das könnte ich vorbereiten. Was heißt jetzt hier, das könnte ich vorbereiten? Ganz einfach. Wir machen nämlich mal ein klein wenig Blackmonic Evolution, aber vorher mache ich mal hier diesen Wave-Mann aus. Das ist schon ein bisschen nervig. So. Blackmonic Evolution, was können wir damit machen? Wir haben hier dieses Draconium Ingot. Und dann können wir so sehen. Wir können Wyvern kommen, das ist ein bisschen teuer. Wyvern Energy Core bringt uns auch noch nicht so wirklich viel. Fangen wir doch erstmal ein bisschen kleiner an und machen hier so ein Draconic Core. The Core Crafting Component for Draconic Evolution can be used to stabilize Moss Spawner. Ja, man kann damit Spawner stabilisieren. Dafür brauchen wir aber Gold. Gut, dann rasten wir hier mit Gold durch. Hier kommen die Bücher wieder rein. Das schmeiße ich jetzt auch mal gerade rein. Das Ganze ist relativ leicht zu erklären. Wir machen jetzt so einen Draconic Core, wenn ich jetzt hier das Gold habe. Dieser Draconic Core, den können wir ganz einfach dann... Gut. Die Energie sollte jetzt primär... nirgendwo reingehen. Komm, ich booste das Ganze mal so. Gibt es ja nur schließlich 50 Elf pro Tick. Der kriegt aber gerade keinen. So, jetzt sollte es hier weitergehen. Sehr schön. Ah ja, okay, das geht jetzt klar. Auch noch jegliches an Erfahrung, also es ist echt krass, was wir brauchen. Was macht hier die Kohle drin? Ah, ich weiß wieder, was die Kohle darin gemacht hat. Okay, Kohle. Komm, Slimeballs können da nicht rein. Die können wir hier reinpacken. Okay. Always active und hier auch. Always active. Gut. Jetzt haben wir hier die 4 Gold Ingots und wir kriegen einen Draconic Core. Okay, jetzt bin ich gerade überlegen. Wo hatten wir einen Spawner? Jetzt hätten wir da welche auf der Map markiert. Okay, das machen wir anders. Ich weiß auch. Auf jeden Fall, wo ein Spawner war, in der Mining World. Aber davor lege ich mich mal ganz kurz schlafen. Dann gehen wir jetzt in die Mining World. Ja, es ist Tag, okay. Gehen einmal in die Mining World, wie gesagt. Ich muss. Ja, hier ist auch die Turtle gewesen, okay. Okay. Vielleicht war der liebe Streetiger hier noch was am machen. Jetzt muss ich nur die Höhle wiederfinden, wo wir dran erkundet hatten und so wundervoll überlebt haben. Es müsste aber irgendwo hier gewesen sein. Ich meine, hier waren die Bäume, wo ich mal kurz gefarmt hatte. Oh, hier ist ein Auronaut. Na? Das kann ja eigentlich gar nicht so weit weg sein.
Ich werde dich überlaufen, ich gerade total. Also sind das da drin. Also das ist ein Grave House. Ja, im Notfall gehe ich einfach wieder durch das Portal, aber so will ich eigentlich auch nicht. Oh, nom nom. Nom nom, nom nom. Nom nom nom, nom 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 nom. Nein, hier war es nicht. Nein. Okay. Was hier wird euch irgendwo? Nope. Das ist mein Portal. Oh, das ist mal in die Richtung. Das war in die Richtung, stimmt. Deswegen kam mir das auch so fremd vor. Wir sind nämlich genau anders. Ja. Lol, es gibt hier PC-Dörfer? Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht, aber okay, sehr schön. Alter, hier sind aber viele Villager. Okay. Ich hab nichts gesehen. Ja, so, nehmen wir mal so einen Nico mit für den Demon Speed. Nee, handeln wollte ich jetzt eigentlich nicht drum machen. Momentum. Was? Mhm, dir geht's auch so gut. Das ist jetzt auch nicht so zurück zur Tagesordnung. Müsste eigentlich hier in der Nähe gewesen sein. Da oben ist auch so eine Slime-Insel. Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht, weil das hätte ich mitgenommen. Das lasse ich jetzt aber auch mal hier. Ey, ich weiß gerade echt nicht mehr, wo wir reingegangen sind. Warte mal. Mining World resettet? Was war das? Warte mal. Hier habe ich mich runtergegraben. Das muss hier irgendwo sein. Fährtensuche mit der Schiffe. Nein. Das war hier irgendwo, ich weiß das. Hier ist eine Auronaut. Alter, hier kannst du echt gut Auronauts farmen. Mensch, wo ist das? Ich bin schon x-mal dran vorbeigelaufen. Wieso habe ich mir eigentlich keinen Waypoint? Warte mal, wo weiß ich das eine Lauf? Das war da, glaube ich. Hier sieht es ganz gut aus. War da vielleicht Eingang? Der Facefam sucht mich gerade 30.000 Mal bis zum geht nicht mehr. Ja, komm, das machen wir jetzt ganz einfach. Ja. Ich sag, das machen wir jetzt ganz einfach und Geister 10 Millionen Jahre hier drin rum. Ja. Nein, hier war es noch nicht. Okay. Hier ist der Schnellausgang. Muss ich hier nur wieder rausfinden. Das sollte leichter sein. Ich muss eigentlich nur den
Fackeln folgen. Oh, die Kohle nehme ich schon mit. Weil ich werde gleich mal eine sichere Energieversorgung machen. Also für euch morgen, für mich gleich. Das hört sich schon gut an. Ja, die nehme ich auch nochmal mit. Wollen immer mal so ein bisschen Werkzeug mitmachen. Ey, was soll das? Ich wollte eigentlich nur einen Spawner holen und jetzt bin ich hier schon wieder am Farmen bis am Gehen nicht mehr. Ich glaube, ich werde verlaufen. Scheiße. Ja, die Folge ist auch schon wieder rum. Perfekt, das war eine richtig produktive Folge. Gut, dann stelle ich mich jetzt hier hin und suche dann offscreen den Spawner und dann bewege ich mich auch wieder raus. Sag ich dann, wir sehen uns dann auf dem Spawner. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.